Da muss es auch irgendwie Beweise geben, aber ob jetzt jedes Beweis im Internet wirklich wahrhaftig ist, weiß ich nicht. Aber es wird Beweise geben. Bestimmt. Ja. Ich guck mal. Aber wenn ich so drüber nachdenke, die Wissenschaft benutzt ja die Dinosaurier, um die Bibel auch so zu widerlegen. Und wegen dem Alter her kann es ja nicht sein. Und wenn die Bibel wirklich über Dinosaurier irgendwo berichtet, dann stellt das wieder alles in Frage, ne? Dann hat die Bibel ja irgendwie wieder doch recht. Das ist doch auch so eine Sache. Ja. Warte mal. Das wäre schon heftig, wenn so ein Museum, aber das machen die nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das zeigen mit den Funden und Knochen. Die zeigen eher lieber so ein Jurassic Park Museum. So Müll. Ja, Weißt du, was die klar, zeigen? aber Schmetterlinge. Ja, eher so ein Müll. es gibt eine Doku, die ist auf Englisch, da reden die sogar über so Sachen, warum die Welt 6000 Jahre alt ist, und das sind alles so Professoren und sowas, die irgendwie versuchen wollen, da Boah, die Bibel ich muss dir was zu erzählen. Ich habe mal widerlegen. eine Doku gesehen. Diese Doku war richtig Gold wert. Boah. Da haben die. War Das das war Englisch? in Afrika, pass auf, das war in Afrika, ne? Ja. Das war irgendwo, ich weiß jetzt nicht wo, aber da in Nähe Ägypten, aber jetzt nicht Ägypten so. Und auf jeden Fall sind die dann so rumgegangen und es ging dann so um Pyramiden und Riesen, so, ne? Aber die sind nicht so richtig auf die Riesen eingegangen, so, pass auf. Und dann haben die so eine Festung gefilmt. Diese Festung soll 4000 bis 4500 Jahre alt ungefähr sein. Das heißt, diese Festung gibt es schon, ja, okay, gut, fünf, ich nee, tut mir leid, du Bruder, ich glaube über 5000 Jahre, so ungefähr zu Noahs Zeit. Die gehen davon aus, dass es zu Noahs Zeit da war, ne? Also zu dieser Zeit. Ja. Dann haben die eine Festung gehabt und die Mauern waren so 10 Meter groß mit so mit Dings da gebaut, mit dieses, wo sie früher diese Häuser gemacht haben. Du weißt doch, wie heißt das nochmal? Mit Lehm oder was? Mit Lehm haben die so eine 10 hohe Mauer gemacht und unterirdisch haben die dann so gelebt. Die haben dann so einen Mini-Tunnel gebaut, der so 3, 4 Meter tief war und dann hatten die da so ihre Schlafplätze gehabt. Und dann haben die so gefragt, warum ist eigentlich die Mauer so hoch und warum haben die Menschen unterirdisch da gelebt? Und dann sieht man, dass in dieser Festung riesige so Abdrücke sind und da ist so ein, so in dieser Mauer sind so Steine reingeworfen worden, weißt du, wie so ob Katapult so Steine reinwerfen, ne? Ja. Und dann haben die darüber so diskutiert und haben gesagt, vor was haben sich die Menschen da damals geschützt? Vor Riesentiere? Vor was? Und dann meinten die, das kann gar nicht sein, weil damals gab es keine Katapulte, ne? Damals gab es noch keine Leitern und so. Die meinten, das gab es damals nicht. Und da meinten die, die müssen sich vor irgendwas geschützt haben, was riesengroß war. Und dann haben sie die Dokumentation abgebrochen. Und haben die aufgehört zu reden. Also nicht, die sind nicht so tief reingegangen, aber die meinten, dass die Menschen damals sich vor was geschützt haben, was riesengroß war. Ja, die Riesen wahrscheinlich. Aber weißt du, wie die Doku heißt? Weißt du das Nee, noch? nee, nee, ich weiß es nicht mehr. Ich habe die vor 5, 6 Jahren geschaut und das war eine Dokumentation, Musst dir wo sowas ich mir. rausschreiben. Was? War auf jeden Fall, Bruder. Ja, Bruder. Meinst du mich? Ja, oder du auch, Bruder, auf jeden Fall. Diese Dokumentation hat mich richtig zum Nachdenken gebracht, weil, bitte mach das Bild weg.
Auf jeden Fall, wenn ich diese Dokumentation finde, ich weiß es aber nicht mehr, ob ich die überhaupt noch finden werde, überhaupt noch, weil das war eine richtig brutale Doku und da haben die auch nur ganz kurz, Elias, über das Thema geredet. Die haben, ich glaube, eine halbe Stunde lang über was anderes geredet und dann so 5 Minuten bis 10 Minuten ab Abschluss haben sie dann nochmal so unterschwellig über die Riesen geredet. Das war richtig interessant. Oder ich habe hier was gefunden, was du da vorhin erzählt hast mit diesem Du siehst aber auch, Afghanistan. Bruder, riesige Abdrücke. Du siehst da bei der Festung riesige Fußabdrücke und die gehen aber nicht drauf ein. Verstehst du? Und das finde ich so krass, dass die da drauf nicht eingehen. Sie zeigen das, aber sie gehen da drauf nicht ein. Bruder, ich habe das hier was gefunden, dass diese so Afghaner da umgebracht wurden, weil die Riesen gesehen haben. Das steht hier. Dass sie das vertuscht haben, was du da vorhin gesagt hast. Wie wurden die? Nochmal bitte, erzähl nochmal. Hast doch vorhin erzählt, dass in Afghanistan so diese Soldaten da umgebracht wurden, weil sie ja angeblich gesehen haben, also einen Riesen gesehen haben. Ja. Ja, ich habe das gefunden. Ja. Ja, da steht irgendwas, also wollte die US-Regierung alles vertuschen, steht da. Bizarrer Soldatenmord. Also ist das, siehst du, also habe ich doch recht gehabt. Ja, da steht Nephilim in Afghanistan. Diese Beweise entlarven die wahre Geschichte. Ja. Glaubst du, es gibt noch diese Wesen? Also man sagt, dass sich die Riesen so, ob das stimmt, weiß ich nicht, Bruder. Ich will auch jetzt nicht jetzt übertreiben, aber ich habe gehört, dass die Riesen sich so in den Dschungeln verstecken, in Höhlen, unterirdisch, dass sie nachts nur rauskommen und nicht Tag, dass sie nur nachts rauskommen. Und dass sie auch da in diesen Gebirgen wie Afghanistan, Irak, in diese Gebirge leben, habe ich gehört. Und auch viele Aussagen, dass sie denn einen Riesenmenschen gesehen haben auf dem Berg. Also es gibt Augenzeugen, die wurden sogar wirklich weggemacht, ohne Witz. Es gab einen, der hat einen Riese gefilmt auf dem Berg, der hat gesagt, dieser Riese, was da gerade auf dem Berg ist, der muss 3, 4 Mal gr so groß sein wie ein ausgewachsener Mann. Und der hat das dann aufgenommen und ins Internet gestellt, ne? Und 2 Tage später wurde dieser Typ umgebracht. Also der wurde ermordet. Bruder, ich bin da vorsichtig, Bruder. Weißt du, also ich will jetzt nicht da hier irgendwas erzählen oder so, aber ich finde es so komisch, dass die Leute, die den Riesen gesehen haben, kann fake sein. Weiß ich nicht, kann nicht sein. Aber die Bibel sagt, es gibt Riesen. Kann sein, ich weiß es nicht. Deswegen halte ich mich da eher so zurück. Verstehst du? Ja. Aber es gab auf jeden Fall welche, wenn die Bibel das sagt. Ja, na, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, mein Handy ging eben aus, keine Ahnung, was los war. Alles gut, Bruder. Hey Bruder, mir ist so warm. Warte, ich versuch mal. Ich kann leider diese Aufnahme mit Skelett nicht zeigen, ne? Aber ich kann das leider nicht zeigen, sonst werde ich bestimmt gesperrt. Aber weißt du, was ich auch komisch finde, Bruder? Die haben Was hier so denn? auch Höhlenmalung gefunden, ne? Auch richtig alte Höhlenmalung, wo da so Riesen gemalt worden sind, ne? Also da gab es auch schon Ja, so sowas gibt es aber Ureinwohner. nur in Dynamik. Ja, so Ureinwohner, die dann so Riesen gemalt haben. Ich glaube, sogar in Griechenland in der Antike gibt es so Zeichnungen mit so Riesen und sowas. Ja, Griechenland, Rom, Ägypten. Und du musst ja auch mal vorstellen, die Leute wussten ja damals gar nicht, wie so ein
wie so zum Beispiel jetzt wegen Dinosauriern, wie die aussahen, aber die haben die genauso gemalt oder auch so also gezeichnet, wie teilweise die heute aussehen, so, weißt du? Ich weiß nicht, Roger Libby hat mal gesagt, dass dieser Pflanzenfresser, dieser mit diesem langen Hals, dass diese Dinos existiert haben sollten. Ja, das habe ich auch irgendwo gehört, dass das auch so in der Bibel steht. Irgendwie, da ist irgendwas mit einem langen Hals, aber ich kenne gar keinen Vers oder so jetzt im Kopf. Da müsste man Ja. sich nochmal informieren, richtig? Ah. Hiob 40, 16. Da hat jemand was reingeschrieben. Fällt immer wieder aus. Also mein Handy, wundert euch nicht. Also wenn ich jetzt wieder rausfliege, dann muss ich mein Handy ausmachen, dann muss ich den Livestream beenden. Oder wolltest du nicht Stream beenden vor einer halben Stunde? Ja. Danny? Ich bin noch da.
Jemand hat hier einen Vers reingeschickt wegen diesem Dino. Welchen? Soll ich kurz vor? Ja, wegen diesem Behemoth, wegen diesem Langhals, glaube ich. Ja, lest den nochmal und dann ich beende auch den Stream, weil dann ist es auch schon sehr spät. Dann ist auch Bettzeit, Leute. Dann ist es auch mal Zeit, dass wir mal ja, früher Schluss machen. Genau, hier in Hiob 40, Abvers 15, da heißt es in der Überschrift der Behemoth und seine Kraft. Siehe doch, der Behemoth, den ich gemacht habe, wie dich. Gras frisst er wie der Ochse. Siehe doch, welche Kraft in seinen Lenden liegt und welche Stärke in seinen Bauchmuskeln. Sein Schwanz streckt sich wie eine Zeder. Und eine Zeder ist ja so ein Baum, so ein Riesenbaum, weißt du? Die Sehnen Ja. seiner Schenkel sind fest verflochten. Und seine Knochen sind wie eherne Röhren. Seine Gebeine sind wie Eisenstangen. Er ist der Erstling der Wege Gottes, der ihn gemacht hat. Reichte ihm sein Schwert, denn Futter tragen ihm die Berge, wo alle Tiere des Feldes spielen. Unter Lotusgebüschen liegt er, versteckt im Rohr und Sumpf. Lotusgebüsche bedecken ihn mit ihren Schatten. Die Bachweiden umgeben ihn, siehe, der Strom schwillt mächtig an, er fürchtet sich nicht, er bleibt auch ruhig, wenn ein Jordan sich in seinen Mund ergießt. Kann man ihm in seine Augen greifen, kann man mit Fangseilen seine Nase durchbohren? Fragezeichen. Ja. Ja, Amen. Ja, gut, Bruder, Ja. gut, Geschwister. Ich werde auch den Stream beenden. Danke, Römer, dass du wieder hier warst, auch Elias. Gerne. Ja, was ich demnächst machen wollte, ich wollte demnächst mal ein bisschen mehr über die, also auch mehr über das Wort predigen. Sehr gut. Ja, dass wir mal so biblische Themen angehen mit Predigen. Dürfen überhaupt Männer lange Haare haben? Ja, ehrlich. Das ist auch wichtig, dass wir den gesunden Glauben predigen. Dass, ja, Gottheit über Offenbarung, Laodicea, Hey Bruder dürfen Danny, Frauen predigen. Ja, Bruder? hast du gesehen Xavier Naidoo mit MCM? Nein. Der Ich habe Xavier da Naidoo gelassen. hat MCM erwähnt, dieser Inside Reporter, dass er ihn immer schaut und so, wegen Glauben. Xavier Naidoo? Ja, ich schick dir gleich auf Xavier. WhatsApp. Dann schick mir das mal. Ja, gleich, wenn du Stream beendet hast. Ich habe gehört, dass MCM Freimaurer ist, ne? Ja, der Ja, ist der ist doch auf eher jeden Fall Hindu. Irländer. Was? Nee, ich habe gehört, er ist Der ist auf Freimaurer. jeden Fall. Ja. Ob er jetzt involviert ist, weiß ich nicht, aber er ist auf jeden Fall Freimaurer. Habe ich Auf jeden Fall ist gehört. er ein Irrlehrer. Hä? Auf jeden Fall ist er ein Irrlehrer. Ja, auf jeden Fall. Schlangenkind. Ja, natürlich, natürlich. Der leugnet die Gottheit. Solche Leute muss man meiden. Ah ja, du wolltest doch das Video zeigen, ne? Was meinst du eigentlich mit Nature 23? Welches Video hat er denn da gemacht? Der ist genauso schlimm. Was hat er da jetzt gemacht? Hat er da so ein Dämon oder Video hochgeladen? Kennt ihr sein Toradorf? Kennt ihr das? Nee. Ja, der hat so sein eigenes Toradorf errichtet. Der Typ hat ist echt nicht mehr normal im Kopf. Der hat so sein eigenes. Du kannst da bei ihm unterschreiben, dass du so Sklave bist und so. Scheiße. Oh Mann. Sorry, ich wollte nichts sagen Falsches. Das ist Ja, so jetzt. krank, oder? Einer denkt echt, wir sind so in Ägypten. Er denkt wirklich, wir leben noch so vor 3.000, 4.000 Jahren. Ja, das verschlägt einem die Sprache, ne? Du weißt, ne? Der hat da ein Mädchen im Keller gefesselt, ne? Ich habe das Echt Video jetzt? gesehen. Ja, ich habe das Video gesehen. Wegen Exorzismus oder was? Er hat ihr wehgetan, auf jeden Fall. Er hat ihr sehr, sehr hart wehgetan. Das war nicht schön, dieses Video.
Ja, der wird ja auf jeden Fall vor den lebendigen Gott treten, ne? Der Doch, wird doch, hier ist auch sein das Video. Warte, warte, hier ist sogar das Video, aber ich kann das jetzt nicht zeigen. Ey, der ist doch nicht mehr normal im Kopf. Ich kann das Video nicht zeigen, Bruder. Tut mir leid, ich werde gesperrt. Jetzt kannst du mir das schicken oder so? Ja, kann ich dir schicken. Weißt du, wie Nature 23 Dämonen austreibt? Nee, mit Knoblauch oder was? Nein, nein, mit islamischer Musik im Hintergrund. Oh je, ach je. Das ist so krank, oder? Ey, Ja, du hörst heftig. nur noch so Allah, Ekbek, Allah, Allah, Ekbek, und dann auf einmal so Dings da, die ganze Zeit so islamische Musik, und der Typ macht dann so Koransure und liest die vor. Und die Christen, Amen, Amen, wie krank ist das bitte? Ich glaube, der beschwört Dämonen, der treibt die nicht aus, der beschwört die, weißt Das tut, ey, Bruder, ich darf gar nicht lachen, tut mir leid. Es du? tut mir Das so ist doch leid, nicht Bruder. normal. Nein, aber wie du das sagst, der beschwört die Dämonen. Es tut mir so leid, Bruder. Nee, wir dürfen nicht Ja, das lachen, ist doch Bruder. so. Nein, wir müssen weinen. Bruder, Jetzt ja, nicht. wir müssen, Bruder, wir dürfen, Bruder, ich darf nicht lachen, Bruder. Vergib mir. Also Leute, vergib mir, wir dürfen darüber nicht lachen. Auch wenn sich das so lustig anhört. Es ist traurig, weil das ist eine arme, verlorene Seele. Und ja, darüber darf ich nicht lachen. Weil wir müssen geistlich sein, ne? Das sind arme Seelen, die verloren gehen. Ne? Wir lachen uns, guck mal, weil wir müssen uns vorstellen, es sind Menschen, die verloren gehen. Das Mädchen tut mir hart wohl leid. Das Mädchen tut mir halt wohl leid. Ich glaube, Entschuldigung, Kreuzritter, ich glaube, du hast auch da was gesehen, ne? Hast du das Video auch gesehen? Oh, Walla, danke für die Schatztruhe. Walla, danke, Walla, danke. Großzügig. Hast du im Lotto gewonnen oder was? Dankeschön für diese Schatztruhe. Dankeschön. Danke, danke, danke. Leute, hier hat jemand einen Schatztruhe gespendet. Bedankt euch bei denen. Hier haben wir einen. Dankeschön. Danke, danke. Maschallah. Maschallah. Ja, auf jeden Fall, Bruder. Der hat auch, ich habe auch gehört, dass die da sein Konto da gehackt haben, ma, und er sollte über 40.000 Euro Spendengelder bekommen haben. Heftig. Digga, das ist nicht normal. Das weißt du, ne? Was, das war, Digga, das ist krank. Das ist richtig krank. Der hat so, musst du dir mal vorstellen, Digga, 40.000 Euro auf dem Konto, das haben die gehackt von ihm. Was musst du dir mal vorstellen? 40.000 Euro Spendengelder, 100 Euro, 500 Euro, 200 Euro, 1.000 Euro. Da kommt schon einiges zusammen. Und Ja, jetzt musst du dir darüber hatten wir es vorstellen, ja vorhin. wie bitte? Darüber hatten wir es ja vorhin mit den Christen, die Spenden sammeln. Man weiß nie, was die Ja, damit machen. und da jetzt wissen wir auch, warum er so sein Toradorf da aufbauen konnte. Unglaublich. Ja, du siehst, ne, der Herr sieht alles, ne? Und er hat seinen Lohn hier jetzt schon bekommen und hat dabei die Leute abgezogen. So sieht's aus, ja. Er macht dann so auf frommiger Christ, tut so, ob er voll der hilfsbereiter Christ ist, der dann so andere Menschen helfen möchte. Nein, nein, der beutet die aus. Und da gibt es auch ganz schlimme Aufnahmen von Nature 23. Ihr müsst euch fernhalten von Nature 23. Wirklich, Leute, ihr müsst jeden warnen, jeden Bruder, der ganz frisch zum Glauben kommt, müsst ihr warnen. Haltet euch fern von Nature 23 und von MCM, Endzeit, Erlehrer-Reporter. Ganz gefährliche Typen. Ganz gefährlich. Ihr müsst die Leute warnen. Ganz Christen, die gerade ganz frisch zum Glauben gekommen sind, ihr müsst sie sofort darauf rechtweisen. Guckt euch diese zwei nicht an, damit sie auch gar nicht gefischt werden oder verführt werden. Oder Nee. Ja. und auch die Prediger, die den Sabbat halten. Ja. Richtig. Ja, genau. Auch die Prediger, die den Sabbat halten, Charismatiker, die dann in Schadadadadadadadada reden und so fernhalten, Leute, fernhalten.
alles Oder prüfen. ja, Sie sollten Lehrer sein, sehr wichtig. Sabbatarbeit nicht gucken. Wie Ich bitte? kenne jetzt, ich kenn jemanden, der den Sabbat hält und der hat jetzt immer Dr. Walter hunderte Veit nicht gucken, Zuschauer. habe ich gesagt. Ja, ach so, ja. Oder Danny, du weißt, wen ich meine, was du mir gesagt hast, so ein Prediger, ne? Ja, Über den so ein Sabbat. Prediger, der dann jetzt Schabbat hält und denkt, ja, du siehst doch, was hier los ist. Weißt, Leute, wen ich ihr seht meine? doch. Ja, ihr seht doch, was hier auf TikTok los ist. Wir sind am Ende der Zeit. Was erwartest du? Meint ihr Ich den, halt der auch jemand, auf ich TikTok halte den ist? Sabbat. Warte. Ja, ich halte den Schabbat. Wir reden mal morgen darüber, über Schabbat. Ich bin zu müde, Bruder. Ich bin jetzt zu müde. Wir müssen mal den Galaterbrief lesen, ob wir den Schabbat wirklich halten müssen. Ist doch nicht falsch. Auf jeden Fall. Wenn Wenn du man den den hält, Schabbat dann ist hältst, man abgefallen, oder? fällst du aus der Gnade. Ja. Ja, aber Aber wir müssen das Wiedergeborene auch in machen der das Liebe erzählen, nicht. weil viele, entweder gerade die Leute, die dann frisch zum Glauben gekommen sind, das muss man denen auch erklären, so halt, ne, dass man das erklärt. Ja. Leute, bitte geht auf eure Knie und fragt den Herrn Jesus, was ist die gesunde Lehre? Leute, jeder, der hier drin ist, von allen 85 Zuschauern, fragt nicht mich, fragt nicht ihn, fragt den Herrn Jesus, was ist die gesunde Lehre? Bitte leite mich, bitte führe mich. Man darf das doch freiwillig machen. Was ist los mit euch? Was sagst du jetzt dazu, Bruder? Elias, du kannst ja auch was dazu sagen, Ja, Bruder. ich habe halt gehört, dass man, also die wiedergeborenen Christen, die Warte mal ganz dürfen kurz. Du nichts mit kannst frei. dieser. Warte mal. Warte mal. Ja, gut. Du sagst, man kann das doch freiwillig machen. Warum hältst du dich dann nicht an die anderen Gebote freiwillig im Alten Testament, oder? Ja, Habe ich Bruder, recht? ich wollte gerade sagen, wir dürfen uns nicht an diese Ja, aber alttestamentarischen warte Dinge mal. Warum halten. nicht an die alten Gebote? Dann können wir doch auch die harten Gebote durchziehen, oder? So, Ja. machen wir für uns. Wir machen Die das doch nur stehen für unter uns. Gnade, die Menschen Ein damals Gebot unter verdient hat alle Gesetz. verworfen. Ja, aber warte mal ganz kurz. Wenn die sagen, wir wollen Schabbat halten. Ja, was ist denn mit Zauberer? Was ist denn mit Ehebrecher? Das könnt ihr doch Schlachtopfer. denn. Ja. Ja. Ja, da müsst ihr auch steinigen. Leute, geht Man bitte kann auf sich ja eure nicht einfach irgendwas Knie. rausgucken, wenn man es gut findet. Leute, bitte geht auf eure Knie und fragt den Herrn. Was hat das denn mit dem Gesetz zu tun? Der Schabbat wurde um des Menschen willen gemacht. Ja, richtig. Und die Juden halten den Schabbat. Wir sind aber keine Juden. Die Juden müssen das halten Ja, und der dürfen. Bruder. Ja, das ist Genau, Gesetz es ist bei ein denen. Gebot. Es ist ein Ja. Gebot. Genau. Auch nur für die Juden, ne? Nur für die Juden. Ja, genau. Das wurde Israel gegeben und nicht den Heiden. Genau. Es gibt ja so viele Christen, die sagen, wir dürfen kein Schweinefleisch essen, obwohl die gar keine Ahnung haben, für wen das Ja, gilt. die wollen denn auf. Ja, aber steinigen wollen die nicht, ne? Oh. Ja. Ja, okay, Geschwister, ich werde jetzt erstmal den Stream beenden. Ich wünsche euch allen Gottes Segen, gute Nacht, Leute. Ebenfalls, ebenfalls, Geht Bruder. bitte, bitte, guck mal, Leute, ich sage es hier in Liebe, geht doch mal auf eure Knie. Geht doch mal auf eure Knie und fragt doch mal den Herrn. Ja, wartet, da hat eine Schwester was geschrieben. 2. Zweiter Korinther. Korinther. Wartet, 2. Korinther 3,6. Bitte schlag das mal auf. Ich bin dabei. 2. Korinther 3,6. Ja, ich hab's offen. Soll ich vorlesen? Ja. Ja, liest du vor. Also 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 6. Der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Buchstabe ist ja Gesetz, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Ah, sie hat auch geschrieben, Buchstabe, Gesetz des Alten Bundes, genau. Das wird bei mir sogar nochmal in der Bibel als Fußnote nochmal erklärt.
Also, 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 6 könnt ihr mal alle lesen. Na gut, Bruder, dann gute Nacht. Gute Gute Nacht. Nacht, Gottes Segen. Gute Nacht, Oder wenn Gottes nicht, guck gleich Segen. WhatsApp, beschickt dir das Video. Okay, gute Nacht, Gottes Segen. Bis dann. Ciao. Ciao.